Ja, Herr Buchmeier, so persönlich enden kann man hier natürlich nicht. Ganz kurz noch mal was zu Björn Höckes Rede, das ja jeder aufgreift, obwohl das nichts mit dem Tagesordnungspunkt zu tun hat. Da hält der Landes- und Fraktionsvorsitzende des kleinen Thüringens in Dresden vor 500 Leuten eine Rede und daraus wird ein bundesweiter Popanz aufgeblasen aufgrund der Berichterstattung, auf einer falschen Berichterstattung durch dpa. Meine Damen und Herren von den Altparteien, ich hätte mir gewünscht, dass ein Kinderpornograf Jörg Taus von der SPD, ein Oberbürgermeister von Regensburg, Herr Wohlbergs von Regensburg, wegen Bestechlichkeit im Knast, eine Alice Schwarzer, Unterstützung der Altparteien, ein Uli Hoeneß, Unterstützer der CDU-Altparteien. Herr Kollege Brandner, Sie müssten uns mal erklären, wo jetzt der Zusammenhang zum Tagesordnungspunkt ist. Ja, das haben alle über Höckes Rede gesprochen, das mache ich jetzt auch. Bitte Sie zur Sache zu reden. Ich hätte mir gewünscht, dass ein Herr Dati, Kinderpornograf von der SPD, ein Herr Althaus, fahrlässige Tötung von der CDU, ein Volker Beck, Koksnase von den Grünen, dass diese alle mal... Herr Kollege Brandner, haben Sie mich nicht verstanden? ...so wie das gemacht wird. Da sehen Sie mal, wie unsere Medien im Lande ticken. Das wird unter Deckel gehalten, da wird rumgehakt. So. Sie haben hier zur Sache zu reden. Zur inneren Sicherheit komme ich jetzt auch noch. Eine scheinheiligere Debatte habe ich in diesem Landtag noch nicht gehört. Alle, ich bemühe die Metapher, alle Diebe, die hier sitzen bei den Altparteien, rufen, haltet den Dieb. Wer ist denn zuständig, wer ist denn verantwortlich für die Zustände in diesem Land? Das ist die CDU und das sind die restlichen Altparteien. Sie mit dem Merkel-Putsch von oben sind dafür verantwortlich, dass die Grenzen aufgemacht wurden und die angeblich nicht geschützt werden konnten. Und der Erfolg war, dass wir plötzlich in Deutschland Hunderte, Tausende von kleinen Grenzen haben, um jeden Weihnachtsmarkt, um jede Karnevalsveranstaltung, um jede Silvesterveranstaltung. Überall laufen Polizisten rum mit Maschinenpistolen, die wahrscheinlich auch einen Schießbefehl haben. Sie müssen sich ja die eigene Nase packen. Herr Kollege Brandner, Ihre Redezeit ist zu Ende. Damit zu tun hätten. Vielen Dank.